Warum da do sind? Mysteriumsindex. Ich bin doof. Mysteriumsindex. Du musst hoch, ihr müsst was sagen. Ich mach kein Foto. Ich mach ein Video. Ach so, ja. Ich bin doof. Mysteriumsindex und natürlich war Unleashed und natürlich Kraftwerk. Meine Lieblingsband. Meine Lieblingsband auf dem Planeten True the Breeze, weil ich voll Deadline. Ich bin eigentlich nur wegen der Launcher Party, wo du Noris drin. Jawohl. Was? Wie? Ich muss ganz ehrlich sagen. Nein. Auf meiner Ernst? Schulter liegt das Exemplar. Flashcrawler. Prostitute Store. Destor. The Highlight, ja? Highlight ist. Sehr geil, sehr geil. Nicht verwertbar. Zudem Vomitory, Misery Index und Unleashed. Genau, ja, Vomitory, sehr rar, deswegen, wenn der Tier ist, hat er mal Pech. Ja. Da haben wir das hier gut. Ja, großartig. Ja, dann erstmal herzlich willkommen auf dem Heidelberg Fest. Kommst du aus der Gegend? Moosbach, kennst du das? Moosbach kenne ich. Das ist Bayern. Nein, Baden-Württemberg. Kenn ich nicht. Okay, cool. Das ist, du nimmst die S-Bahn, fährst du 3-4 Stunden bis zum Moosbach. Das ist super. Das ist großartig. Was hältst du für den Abend heute? Was ist ein bisschen wichtiger ist. Welche Bands hast du schon gesehen? Ich mag es ja erst ein bisschen oldschoolig und da kommt ja jetzt gleich noch Flashcrawl. Eyo! Und der Andi sagt was zu Flashcrawl. Was, zu wem? Flashcrawl, ich bin gleich. Ja, geil. Nee, ich werde es mal ein bisschen angucken und wird geil, glaube ich, oder? Davon gehe ich aus. Heute so? Natürlich geil. Was hast du dir so angeguckt bisher? Den Krankenwagen. Rektale Ärsche und so weiter. Reckless Magma. Zum Beispiel. Hat's dir gefallen? Natürlich. Was schaust du dir noch so an? Ich denke mal, du bist wegen einem Lichter vor allen Dingen hier. Ja, definitiv. Und das dauert leider noch ein bisschen. Ne? Flashcrawl war cool. Auf jeden Fall. Und sonst was, was so hier im Ambiente, Bierpreise, Leute, alles cool? Natürlich. Vor allem der Typ mit der blonden Haare und dem Ziegelbart, der dem anderen hinterherläuft, mit der Kamera, den habe ich gesehen heute. Ah, okay. Den filmen wir auch noch. Hier, Heidelberg Deathfest, wie gefällt es euch?
Wir waren noch nicht drin, haben noch keine Band gesehen, aber uns geht's hervorragend. Super! Und wir haben jetzt eine Runde Flankyball gespielt und haben natürlich die Gegner gnadenlos rasiert. Ah, cool! Siegerfausch. Wo kommt denn her? Aus überall. Aus Braunschweig Ochrenwald. Okay, ist das hier in der Ecke? Ja, Ursprung. Ah, cool. Was wollt ihr euch noch angucken, wenn ihr noch nicht drin wart? Gar nichts. Spaß. Ja, wenn die überhaupt noch spielen, oder haben die schon gespielt? Gute Sache. So much people here this time. So I hope you will have fun with all the bands for this night. And I hope you show me how you can dance. So this song is special for you. Dragon Ball! Ich glaube, Rockhard hat mal gesagt, in Flames mit Eiern. Ja, komm mal ein bisschen mit ran. Sag das doch mal vor der Kamera. In Flames mit Eiern. Wir laden uns ein sehr fettes Programm mit die Arme aus Mixer Index. Und dann nachher wird alles voll schwul. Schweden, ne? Ja, wir sind Dänen, wir sind auch schwul, okay? Was? Hier ist Dark! Thank you.
von Bali. Und der schwule Freund von Bali. Ne? Ja klar, habe ich mir das Post angeguckt, war mega geil, sehr, sehr fett. Ja, eines von vielen Highlights. Sehr geile, geiles Festival, wieder mal, ich bin das zweite Mal hier. Dieses Jahr noch irgendwie mehr geile Bands. Jetzt kommen noch Vomitory, Misery Index und vor allem Unleashed, da freue ich mich sehr drauf. Und ich glaube, ich kann da nicht mehr stehen, aber das macht nichts. Was hat dir abseits von den, was hat dir von den bisherigen Bands besonders gut gefallen? Besonders gut hat mir Acranius gefallen. Die fand ich richtig geil. Deathrite waren sehr geil. Mhm. Flashcrawl natürlich. Also eigentlich nur Highlights. Es war irgendwie vollgepackt mit geilen Sachen. Ja, also auch mit der Orga alles komplett. Orga gut. Ist mega. Es ist ein bisschen mehr los als letztes Jahr. Mehr Leute, aber man merkt nichts davon. Man steht nicht länger an. Es geht am Bierstand schnell. Es ist alles wunderbar. Also in diesem Sinne, aufs nächste Jahr. Ich bin perfekt. Wir sind eine so zahlkritische Death-Grind-Band und das finde ich, und das macht die auch aus. Ich kann die nicht beurteilen, aber die ballern auf jeden Fall. Das hört man ja von hier. Ich finde immer für Death Metal, das Death Metal Man muss ballern. Es muss einfach diese Vorwärts, es muss einfach ballern. Und das ist die Band. Mit dem Index ballern. Ja, ballern Leute, ballern. So, we are on the tour from Sweden. This song is about eating dead bodies. This is Right to Cadavers.
war geil. Ohne war echt eine gute Band. Hat ging richtig gut ab hier. In der und Illis Post waren super. Illis Post. Liebe. Illis Post waren super. Ja. Hier, möchtest du auch was sagen? Zu Illis Post? Ja. Ja, Illis Post ist Liebe. Machen auch Musik. Uiui. Und Vomitory, hast du die gefeiert? Ja, als ich sie das letzte Mal gesehen habe, da war das nicht so gut wie heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht mir genauso. Es geht mir aber mit vielen aber, Bands. Aber darf ich noch erwähnen, dass Cut Up eine richtige Scheißband ist und auch das Album, was sie rausgebracht hat. Wer? Cut Up. Dann ja. Spielt er heute nicht. Ja. Aber gut. Geschissen. Aber jetzt nehmen wir noch Leute von Vomitory mit dabei. Deswegen ist es ziemlich wichtig. Okay. Cut-Ups sind scheiße. Cut-Ups sind ein Haufen Müll. Sind sie? Er hat's gesagt und ich glaube ihm. Ihr habt's hier zuerst gehört. Filmelf, tot gehört. Baden-Württemberg. Alles in. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade meine Freundin gehauen mit der Klappe von meiner Kamera. Lel. Ja, meine Karte von der Kamera ist vollgelaufen, deswegen jetzt auf dem Handy. Abend ist vorbei, Andi ist fertig. Ich bin auch fertig und Andi ist auch fertig, oder? Nein, das ist genau. Ja, die Jugend hat ihn noch. Jugend ist noch hier in ihm. Andi war auf jeden Fall richtig geil. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, die zu gucken, guckt sie. Die Ballade. Da kann ich mich nur anschließen. War für mich auch die beste Band des Abends heute. Und ja, viel mehr will auch gehen. Gut, das ist eine Ansage auf jeden Fall. Also, gibt andere Fragen? Ja. Ja. War insgesamt sehr, sehr geil, hat Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, diese ab 10 Uhr dürfte nicht mehr raus. Beziehungsweise kein Wiedereinlasspolitik. Diese Politik vom Karl II finde ich beschissen. Was soll ich dazu sagen? Ist halt kacke, aber wenn es halt so ist, ist es halt so. Und wahnsinnig, aber trotzdem so ein toller Tag. Und Heidelberg Deathfest kann ich allen empfehlen. Und bis auch. Ich kann jetzt auch nicht mehr so viel dazu sagen. Ich freue mich einfach nur hier gewesen zu sein. Ich danke dem Heidelberg Deathfest für die Akkreditierung, dass wir hier sein durften. Und ja, wenn ihr auch da wart, schreibt mal, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr nicht da wart, schreibt mal. Dann schreibt da gar nichts. Macht mal einen Daumen hoch, einen Daumen runter, wie ihr das Video fandet. Und abonniert und Benachrichtigungsglocken drücken. Und, ach hier, ich habe auch keinen Bock mehr, so eine Karte zu machen hier. Ich will nach Hause und bin müde. Also, beziehungsweise ein Hotel. Hotel ist ziemlich geil, also.
Wir sehen uns beim nächsten Mal hier. Leute, macht's gut, haut rein. Ich war tot gehört, das war Adrian. Ehren Andi. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, und dann hat es aber auch noch eine andere Seite. Quasi die dunkle Seite. Die Dark Side. Hier ist eigentlich noch weniger los, als ich jetzt auch nicht hier unten. Das sieht schon böse aus. Ich will schon gar nicht anfassen. Ich weiß nicht, was hier schon mal passiert ist. Ich glaube, hier sieht man schon, was hier passiert ist. Der fand die Musik einfach scheiße. Warte mal, ich glaube, ich komme da mal ein bisschen näher ran. Okay, das ist nice. Also ich würde sagen, wir suchen uns mal noch ein etwas sauberes Metablissement. Ja, genau. Ja, hier ist es relativ schön. Ja, aber es ist noch nicht perfekt. Aber hier ist die andere Seite davon. Aber wenn du hier hinkommst. Jetzt schon? Also ernsthaft, oder? Sonst ging er ja gar nichts. Ja, willst du hier rein? Hier, komm, hier. Nee, danke, ich hab den anderen nicht. Wir haben hier ein Metallgestell mit Keramik. Würde ich jetzt nicht brauchen, aber zumindest mal Kunststoff. Ja. Und ich finde persönlich zum Beispiel zum Aufsitzen Kunststoff angenehmer wie Metall. Kunststoff, ich finde, es hat was Heimisches, weil ich glaube, kein Mensch hat zu Hause ein Metallklumpen. Wenn wir jetzt hier genau gucken. Den Kerl kannst du nicht verfehlen. Spülvorgang. Ja, der Spülvorgang ist perfekt. Ja, lass es 8 bis 10 Liter Wasser sein pro Spülvorgang. Ja, ist okay. Was ich im Manko finde, was ich überhaupt danach vollziehen kann. Kackbürsten, die weiße, gut, die haben jetzt einen schwarzen Punkt, aber weiße Kackbürsten finde ich Banane. Jetzt natürlich das Allerwichtigste, du bist doch Klo und ich ziehe dran und es scheint schon leer zu sein. Ja. Ah, okay. Dünnes Material. Zweilagig. Nee, nicht mal einlagig. Ich glaube, es passt, oder? Die Tonne damit. Im Grunde kann man sagen, zum Wissen, kann man sich hier durchaus heimisch fühlen. Ja? Zum Scheißen. Es ist nach wie vor eine öffentliche Toilette für solche Veranstaltungen. Ich würde immer noch ein paar Tücher mitnehmen.